Hallo, liebe Freunde der Spielkultur. Wir sind hier bei einem Let's Test und zwar diesmal von Raw, Realms of Ancient War. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ich denke aber, es war nicht der Fall. Worum geht's bei Raw? Und zwar ist es ein Action-RPG, würde ich mal sagen, mit recht kleinem Budget was. Es ist im Moment bei Steam für 11 Euro irgendwas zu haben. Und kann dementsprechend ja von jedem, der Action-RPG mag, vielleicht gekauft werden. Aber das wollen wir mal kurz in einem Let's Test, weil in Let's Play noch ein Action-RPG neben Torchlight 2 werde ich wahrscheinlich nicht packen. Sondern spiele es jetzt erstmal so an und gucke, ob es sich überhaupt für ein Let's Play zukünftig lohnen wird. Aber gehen wir einfach ins Spiel, neue Kampagne und auf geht's. Ich habe vorhin schon mal kurz gespielt, aber wir überschreiben den Spielstand jetzt. Ja, if the skill Divine Intervention is active when you are supposed to die, you are pay and mana, ja, und so weiter. Lad, lad, rödel, rödel. Es könnte etwas länger dauern mit dem Laden, weil ich gerade Videos nebenbei encode. Nämlich weitere XCOM-Teile, was im Moment mein ganzes Leben einnimmt, dieses Spiel. So, da haben wir ja schon die Charakterklassenübersicht, so wie es aussieht. Und Mausoleum Ruins, Coastal Village und White Valley. Es scheint so, dass wenn die drei Klassen, ich sag mal, es ist Mage, Barbar, und Ranger, Rouge, also wahrscheinlich eher Dieb. Ah ne, naja, Rouge ist schon okay. Ich würde sagen, dann werden wir uns mal angucken, was die Wild Valley so macht. Also Rouge habe ich ja schon lange nicht mehr gespielt. Magier bin ich ja bei Torchlight 2 dran. Gucken wir mal. Schwierigkeit grad. Ja, drei Stück. Komisch, Diablo 3 und Torchlight 2 haben wir auf 4 gesetzt bis jetzt. Werden wir einfach mal mit normal starten. Und Intro. Ruhe. Divided into four cardinal realms, where humans, dwarves and elves used to live in peace until the advent of chaos. For reasons forgotten by all, the continent was locked in war, driving the inhabitants to slaughter each other for almost two decades. As the war bogged down, the Northern King petitioned for a truce and summoned the kings of the East, South, and West to the Temple of Heroes at the next solstice. The other kings answered his call and headed to the sacred site in the hope of finding a peaceful outcome to their conflict. Shortly thereafter, the three kings returned to their lands, haggard and injured. The Northern King was never to be seen again. On returning, the kings proved incapable of speech and remained prostrate, absent of spirit. Although their return put an end to the war, no one knew what to do next. Since that time, the realms have been left to their own devices. As the 10th anniversary of the summoning of the kings appears on the horizon. Wer hat so ein bisschen die Parallelen zu Warcraft 3 gesehen? Also wenn ich es richtig verstanden habe, ist es ja gefallene Könige, Kammer der Helden, das Böse kommt, ein König war nie wieder gesehen, könnte ja sowas wie der Frost King sein oder Frost Lord. Aber was soll's. So, da sind wir schon im Spiel drin. The sun is setting. It's time to resume my journey. Moment, ich bin weiblich. Und es geht einfach so weiter. According to them, the pack is led by a giant elf wolf. The trail led me here. The wolf lair shouldn't be far now. Und los geht's. Ich habe ein neues Quest. Hätte gedacht, auf J wäre Journal. Aber ich weiß schon, auf C ist Kompass. As a Rouge, you can either fight in melee or at a distance. Ach so. Rechte Maustaste schießen, linke Maustaste ist Nahkampf.
Aha. Animationen sind jetzt nicht von dieser Welt. Ich sehe auch gerade, dass die Performance durch das Codieren sehr tief im Keller ist. Oder es zieht ein bisschen nach. Gucken wir mal, Skill-Liste. Was haben wir hier so? Ah, das gilt als Skill, dieser Angriff. Das ist der Basic-Angriff für Dual-Weapon. Dann haben wir noch eins. Okay, da ist eine Falle. Feuer frei! Das kostet mich sogar Mana, einen Pfeil zu schicken. Und das Bogengeräusch hört sich ein bisschen komisch an. Aber ich will ja nicht, ungerecht sein. Es handelt sich ja hierbei wirklich um einen Indie-Entwicklerstudio. Dementsprechend muss man echt aufpassen. Also nicht aufpassen, sondern ihr wisst, was ich meine. Oh, Level Up. Das geht auf jeden Fall genauso schnell wie in jedem anderen Spiel. Aha, aha. Press E. Und jetzt kann ich einen Skillpunkt verteilen. Also hier kann ich schon mal nichts verteilen. Dann haben wir Stealth. Okay. Dadurch werde ich ein besserer Hunter und kann besser angreifen. Ja, habe jetzt den anderen Skill irgendwie hier rausgenommen. Da. Assign. Und dann gibt es hier auch noch ein zweites Skillset. Oh. Ah, Hilfe! Oh, hier ist so ein kleines Lager von Spinnen. Okay, man kämpft am Anfang gegen Spinnen und Wölfe. Und diese Spinnen haben ich kann die Lebensenergie von denen, die übrig bleiben, die gar nicht sehen. Gold wird übrigens automatisch aufgesammelt. Was ja schon mal echt positiv ist. Fische schwimmen in den Stein. Okay. Bam, bam, bam. Hier sollte der Alpha-Wolf drin sein dann gleich. Ein Campfeuer unten am Berg, ob ich da was Interessantes findet, fragt sie sich. Und natürlich will sie was Interessantes finden. Oh, Level 6 kann ich das erst tragen. Und ich habe eine alte Rolle gefunden. Das hört sich doch schon sehr begeisternd an. Eine Höhle. Es ist eine Höhle. Es ist dunkel und es sind komische Lichtfarben von draußen zu sehen. Also auf jeden Fall ist es schon mal 10-mal düsterer als jedes andere Action-RPG, was ich in letzter Zeit gespielt habe. Okay, ich kann 9 Seelensteine haben und wenn ich keine mehr habe, ist das Spiel komplett zu Ende. Wenn einer im Koop-Modus stirbt, hat man 5 Sekunden Cooldown und kann wiederbelebt werden. Da wird kein Soulstone genommen, aber wenn beide Spieler sterben, kommst du zum letzten Checkpoint und dann kostet es halt auch einen Soulstone. Es ist sehr merkwürdig, wie sie mit dem Bogen schießt. Und noch merkwürdiger ist einfach die Soundfile, die dabei abgespielt wird. Oh, das sind Fledermäuse. Weil es einfach nur macht. Und es ist ganz, ganz mies. Okay, hier geht's schon mal nicht lang. Die Animationen sind auch ein bisschen so wie... Sie schwebt durch den Raum. Ihre Schritte sind gar nicht zu vergleichen mit der Distanz, die sie zurücklegt. Das hat man bei Magier eigentlich sogar stärker gesehen. Dass die Entwickler wahrscheinlich kein Motion Capturing genommen haben in dem Fall. Aber man muss ja echt sagen, es sind Indie-Entwickler.
Und das Action-RPG ist ja wirklich ein Riesending. Da muss man ja immer sagen, es hat viel Umfang. Und man kann ja auch viel im Balancing etc. kaputt machen. Oh, ein Wolfskin. Das wird wahrscheinlich bedeuten, dass ich entweder so einen Kram immer verkaufen kann. Oder den einfach, ja, kann man nur verkaufen. Ih, eine fette Spinne. Ah, starke Gegner haben eine HP-Anzeige. Und sie droppen natürlich Greater Rewards. So, jetzt habe ich die Giftpfeile gemacht. Und jetzt hat, ja, jetzt, man kann zwar nicht sehen, dass die Spinne vergiftet ist, aber sie hat Schaden genommen. Und ich kann von ihr weglaufen. Oh, ein magischer Ring. Den ich auch nicht tragen kann. Aber er reckt Mana. Übrigens hier HP-Leiste, XP-Leiste, Mana-Leiste links oben. Das Geräusch von dem Bogenschießen macht mich fertig gerade. Droh 2-1. Oh, tote Menschen. Giftfalle. Ach, Mano. Nee, lass mich in Ruhe. Ich glaube, ich kann einfach auch im Nahkampf weiterkämpfen. Auf! Das scheint sowas wie ein Checkpoint zu sein, wo man mal speichern kann. Das war ja Kompass, Inventar. Das sind diese Soulstones. Ich habe übrigens nur 3 und nicht 9 wie geschrieben. Oder ich kann halt 9 sammeln. Obwohl diese Idee, so ein Permanent Death, also permanenten Tod einzubauen, wenn man denn, wirklich mal versagt, ist keine schlechte Idee. Halt, wenn man nicht aufpasst und genug Soulstones da hab und dann unnötige Risiken eingeht. Oh, da ist der Alpha-Wolf. Der sich direkt von der falschen Seite anschleicht zum Kämpfen. Ah, stirb. So, Lederbrustplatte, noch mehr Gold. Und das ist sie. Wie man hier sehen kann, wundervoll. Man sieht nicht, ob irgendetwas grün ist oder einfach nur grau. Also, man kann hier sehr schön sehen, was es verbessert. Hier kommt nämlich Haste dazu. Jetzt kann ich auch den magischen Ring nehmen. Inventar zieht sich automatisch wieder zusammen. Ist ja nicht so verkehrt. Ja, jetzt kann ich ja noch Skillpunkte verteilen. Was will ich machen? Ah, ich verbessere einfach das Bogenschießen noch mehr, weil das Geräusch ja so schön ist. Und eigentlich bedeutet schneller schießen nur, dass du jetzt 4 hintereinander schießt anstatt 3. Oh, der Alpha-Wolf hat aber viele getötet. Nimm das und das. Und ich vergesse wieder hier das kleine Nest kaputt zu machen. Geht weg, Fledermäuse. Ich will nicht in Edward verwandelt werden. So, sehr schön. Jetzt bin ich, glaube ich, unten, wo jetzt gleich das Feuer ist. Muss man mal gucken. Oh, die Gegner sind so unglaublich schwer zu sehen. Fupp, 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 fupp. Ah, ist ein A Thieves Outpost. Quest Update. Oh, da sind die Diebe. Und sie beschießen mich mit Pfeilen.
und kippen merkwürdig nach hinten rum. Nein, treffen wir nicht. Man kann immerhin den Beschuss von Gegnern ausweichen. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Fip, fip, fip. Fip, 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 fip. Fip, 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 fip. Und jetzt wieder. Fip, 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 fip. Fip, 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 fip. Oh, Dreierschuss. Fip, 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 fip. Fip, 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 fip. Herrlich. Oh, this chest seems different like other chests. Ja, weil sie vergiftet war. Die Truhe. Aber ich habe einen Schlüssel in ihr gefunden. Und ich habe ein Schild gefunden. Und ich habe andere Sachen gefunden. Okay, damit kann ich schnell so ein bisschen zaubern. Ja, jetzt bin ich vergiftet. Und nun? Ah, warte ich, bis es einfach weggeht. Weil... Oh, mit dir kann ich reden. Wait, I'm harmless. Don't kill me, I'm not threat. Threat? Hm. Listen, one of my friends ran away with a chest full of gold. I suppose you'd anything to save your life, but I give you a chance. Now listen carefully. If you are lying to me, I'll come back and I hab zu schnellen Text, den kann ja keiner lesen so schnell. Wait, before you go, go. Quest Update. Und ich werde jetzt weiter durch diese lineare Welt laufen. Halt bis jetzt, ne? Aber was soll's? Diablo 3 ist auch komplett linear. Oh, ich kann Handel treiben. Wie kaufen? Verdammt. Gibt's kein Schnellverkaufen? Unglaublich. Ach, okay, ich kann das Enter wenigstens benutzen. Nein, ich will keinen Schlüssel verkaufen. Ich will den Kram verkaufen. Helm. Der bringt mir nichts. Der andere Bogen bringt mir was. Und das bringt mir was. Steht ja einfach hier rum und kann mit der einfach so handeln. So, jetzt kann ich wieder Sachen verkaufen. Mit Enter kann man es ein bisschen beschleunigen, das Verkaufen. Da ist ja schon mal ganz nett anzusehen. So, mal gucken, was der neue Bogen kann. Er kann nichts. Also mit den zwei Skills, die ich irgendwie anders drücken muss und die anderen beiden, die ich mit den Maustasten bediene, das erinnert mich so ein bisschen an Diablo 3, nur dass es halt noch mehr runtergebrochen ist jetzt von den einsetzbaren Skills. Weiß nicht, wer es mag. Ich fand es jetzt eigentlich nicht so prickelnd in Diablo. Das einzige Positive daran war, ich musste nicht mehr so viel Tasten drücken wie früher. Nein, treff mich nicht. Und weiter geht's. Safe Game, Punkt. Oder so. Oh, da ist wieder eine gigantische Spinne. Die ist jetzt wieder durch meine Falle gelaufen. Und ich sehe gerade, dass kritische Treffer genauso aussehen wie normale Treffer. So, ein neuer magischer Ring. Ich glaube, der wäre... Das ist sogar ein bisschen was Besseres als das, was ich sonst... Ah ne, stimmt gar nicht. Hier steht, wie viel der Wert ist direkt. 1500.
Ah, hier muss ich noch gar nicht lang. Kann ja hier rechts gehen dann. Fip. Fip. Da oben sind auch so ein paar Feinde. Da muss ich, glaube ich, auch hin. Und hier ist noch, hier ist schon wieder einer, wo ich abspeichern kann. Die Reaktion der Falle ist auch sehr schön. Die kommt nämlich so schön spät. Ein Fass voll mit Gütern. Oh, die haben sich verwandelt in Wölfe, glaube ich. Oh, ich dachte, ich könnte mit dir reden wegen dem Pfeil dahinter. Oh nein, das ist der weibliche Alpha-Wolf. Also ich würde so sagen, als Pseudobiologe von damals gibt es kein Alpha, keine Alpha-Wölfin. Ah, wenn was neu ist, wird das dann so umrundet. Eine Rolle. Eine Rolle hat keinen Nutzen, jedenfalls nicht für mich an der Stelle. So. Der Pfeil sagt mir, geh da lang. Dann gehe ich da lang. Dann kriege ich auch von hinten Pfeile in den Rücken. Hup, hup, hup. Ich glaube, mein Sound spinnt. Das kann ja nicht deren Ernst sein, dass das so ist, oder? Oder kann ich vielleicht mal gucken und in Settings irgendwas verändern? Ja, nö, kann ich nicht. Ah, da ist eine Leiche. Das hat bestimmt was mit meinem Quest zu tun. Ah, ich sollte den Dieb finden. Oh, er ist gestorben und der Schatz wurde geklaut. Pip. Es war merkwürdig, dass ich nur 30 FPS hab. Weil normalerweise muss ich doch in so einem Spiel 10-mal mehr schaffen. Obwohl der Grafikstil jetzt nicht schlecht ist. Die Animationen sind natürlich mies. Speicherpunkte. Habe ich einen Baum fallen gehört? Bewegung im Schatten. Es muss eine Falle sein. It's a trap. Unglaublich, die kommen ja wirklich hier aus dem Wald. Oh, damit kann ich die sogar zurückschleudern. I'll be surrounded. I need an escape. Aha. Also die Stimme hat mir jetzt gesagt, ich soll, ach so. To the portal across. Yippie! Ja, so das Beste. Wenn man surrounded ist, geht man durch ein Portal, um sich zu retten. Nur, wo führt mich das Portal hin? Ich kann nichts klicken, es passiert nichts, also heißt es wohl, dass er lädt. Heroische Musik. Heroische Musik. Heroische Musik. Es ist eine heroische Musik. Es ist Hero-Musik. Es passiert nichts, Musik. Es ist Lademusik. Es ist Aufhängmusik. Es ist Spiel hat sich aufgehangen, Musik. Es ist Musik.
Oder muss ich irgendwas anklicken? Die Feinde kann man ja auch nicht erkennen. Ja, Escape geht auch nicht. Ob er wirklich noch lädt? Ich bin etwas irritiert. Ich schaue mir mal die Leistungsanzeige an. Ja, es könnte gut sein, dass er noch lädt. Aber es könnte auch sein, dass das Spiel aufhängt. Sich aufgehangen hat. Klick, 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 klick. Klick, 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 klick. Ja, liebe Freunde der Spielkultur, da mach mal kurz Pause und gucke ich mal, ob ich irgendwie andersweitig in das Spiel vernünftig reinkomme. Weil so ein paar Minuten wollte ich gerne noch in das Let's Test mit reinnehmen. Also, mal eben gucken. So, liebe Freunde der Spielkultur, leider hat das Neustarten des Spiels, beziehungsweise erstmal radikales Beenden mit Alter 4, nur dazu geführt, dass meine Kampagne anscheinend nicht gespeichert wurde. Ich kann nämlich nur neue Kampagnen starten und die alte ist weg. Schon mal, Speichersystem funktioniert also schlecht beim Abstürzen. Sonst, was kann man zum Spiel sagen? Weil es war jetzt doch nur 28 Minuten Einblick ins Spiel. Okay, es hat einen Skillbaum. Finde ich, ist schon ein gutes Kriterium. Ich mag Skillbäume. Skillbäume mag ich lieber als Diablo 3 Hackmack mit jeder kriegt alle Skills und ja, kriegt Runen nach Levels. Dann ist es sehr düster gehalten, fand ich jetzt ganz gut. Nachteilig, die Animationen sind jetzt nicht up to date, aber es ist halt ein von Indie-Entwickler und es kostet 11 Euro. Dann haben wir, ja, sehr linear wirkt es jetzt, aber es war ja noch recht am Anfang. Kann sein, dass das ein bisschen aufsplittet, würde ich aber sagen, habe ich keine Erwartung drin, dass das später sich nochmal so richtig auseinanderdehnt und man sagt, ja, ich habe Reiseorte, wo ich hingehen kann. Ich denke mal, es wird eine ganz lineare Story sein, mit ein paar NPCs zum Quatschen, immer wieder alles töten und sammeln und aufbauen. Inventar war jetzt nicht so berauschend, selbst für ein Indie-Entwicklerstudio sollte es möglich sein, ein aufgeräumtes Inventar zu machen, wo man auch eine gute Übersicht hat zwischen magischen Gegenständen und so weiter. Aber es kann ja auch sein, dass es hier nicht so viele Gegenstände. Also man wird ja bei Torchlight 2 förmlich zugeschmissen mit Gegenständen inzwischen, während man bei Diablo 3 ja sich über Graue schon freuen muss manchmal. Weil man einfach nur denkt, Blizzard will einen durchweg verarschen. Ja, drei Klassen gibt es. Die klassischen Barbar, Bogenschützin, Magierin. So wie ganz früher zu Diablo. Zum ersten Diablo gab es ja auch drei Klassen, die ja mit dem ersten Add-on dann erweitert wurden. Haben hier in dem Fall keine Möglichkeit, Stats zu erhöhen. Also Stärke etc. habe ich jetzt jedenfalls nicht gesehen gehabt, sondern immer nur Skills. Ist ja auch nicht schlimm. Dafür haben wir natürlich ein unglaublich geringes Portfolio für Skills einsetzen. Wir haben immer nur ein auf Attack-Taste, also Maustaste links, Maustaste rechts und zwei, die auf Tasten gelegt werden. Können da zwar mit Tab nochmal wechseln in eine neue Viererreihe, aber dann haben wir insgesamt 8 Skills, die wir nutzen könnten im Kampf. Und ich glaube, das wird man wahrscheinlich bei dem Spiel gar nicht brauchen. Also es ist eigentlich von der Anforderung an einen Spieler noch geringer als in Diablo 3, wenn man von diesen Skills ausgeht. Und bei Torchlight 2 muss man nicht drüber reden. Wenn man eine Let's Plays davon sieht, sieht er sich mit 4 Skills vielleicht spiele maximal. Und immer noch keine Probleme bei Level 30. Glaube ich, müsste ich jetzt inzwischen sein. Ja, was kann man noch sagen? Ja, was ist das letztendliche Fazit davon? Ja, Raw kann bestimmt Leuten, die Action-RPG mögen, Spaß machen. Hat aber einen schlechten Start. Einfach daher, dass zurzeit ich natürlich mir überlegen müsste, ja, spiele ich jetzt Torchlight 2 oder Raw oder Diablo 3? Diablo 3 kostet natürlich extrem viel. Da muss ich sagen, hat dann Raw den Vorteil, weil
Raw kostet nur 11 Euro, wenn ich Action-RPG mag, spiele ich das auch durch. Hat ein paar Multiplayer-Funktionen, hatte ich glaube ich gesehen. Jetzt sehe ich hier gerade Multiplayer nicht hier, direkt drin. Bei Leaderboard kann ich auch noch gucken. Achievements genauso. Vielleicht werden die ja noch implementiert. Was wollte ich dazu noch sagen? Ja, aber Raw hat natürlich den direkten Vergleich auch mit Torchlight 2. Die sind zwar alle, also Torchlight 2 und Diablo 3 sind ja eher so kenntlich von der Grafik. Aber Torchlight 2 kostet 18 Euro und da ist unglaublich viel drin in dieser Packung von Torchlight 2. Und es ist einfach rund und macht auch unglaublich viel Spaß. Und jetzt muss ich sagen, bei Raw hat es bei mir jetzt, es hat mich jetzt nicht so gepackt. Ich werde es mir nochmal ein bisschen weiter angucken und das dann nochmal befinden, ob man es doch let's playen sollte oder doch einfach wieder in der Versenkung verschwinden lassen sollte, weil normalerweise stehe ich ja auf Action-RPG, aber vielleicht sind die anderen Klassen auch besser. Also in dem Sinne, dieser kleine Let's Test zu Raw Realm of Ancient War. Ich glaube, jetzt habe ich es zum ersten Mal richtig ausgesprochen und dann bis zum nächsten Let's Test, Leute. Bis dann!